Düsseldorf. In diesem Video habe ich sowohl analoge Fotografien als auch digitale Fotografien zusammengetragen, von denen ich denke, dass sie zu der Fragestellung passen. Ist das ein Porträt oder ein schönes Foto? Analoge Fotos darum, weil ich 1968 meine Gesellenprüfung als Fotografin abgelegt habe und damals war die digitale Fotografie noch ein Traum. Auch als ich 20 Jahre später meinen Hochschulabschluss als Kommunikationsdesignerin ablegte, gab es die digitale Fotografie noch nicht wirklich. Erst viele Jahre später habe ich mir digitale Kameras gekauft und es hat auch einige Zeit gedauert, bis ich eine hatte, mit deren Ergebnissen ich wirklich zufrieden war. Nun fotografiere ich schon recht lange mit digitalen Kameras, weil sie erstens erschwinglicher geworden sind und in ihrer Qualität dem entsprechen, was ich mir als Fotografin so wünsche. Auf jeden Fall gibt es in diesem Video wieder Fotos zum Thema ein Porträt oder nur ein schönes Bild.